Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion im 4 gegen 4 Modus. Ich gehe weiter auf den Champion. Welcome to Nova. Ja. Und dann schauen wir mal, was es hier Schönes gibt. Also auf jeden Fall Sakura-Blume nicht schlecht. Purzelqualm nicht schlecht. Metzger finde ich jetzt nicht so toll. Wir könnten die Angler mitnehmen oder den Archer. Aber die Angler halten schon übelst viel aus, ne? Wenn man die dann hochgebaut hat. Das ist schon nicht verkehrt. Was nehmen wir? Was nehmen wir? Könnten auch das Geschütz mal ausprobieren. Ich probiere das Geschütz einfach mal aus. Ich habe das noch nie gespielt. Da wird es langsam mal Zeit. Ich werde dann den Albtraum zum Champion machen. Ganz schön viele Blumen. Ich sende auf den Ochsen. Drüben ist ein Metzger. Die werden besonders lange brauchen. Oh, Blumenskin. Giftblume. Hat auch ein Skin. Blauflammpyro. Jetzt kann ich hier natürlich noch im Nachhinein Sakura-Blumen hinstellen. Hätte ich vielleicht auch zuerst machen können, aber egal. Wir nehmen das erstmal so, wie es ist. Das war ganz schön knapp, aber das habe ich verteidigt. Ich muss mich erstmal da rantasten an diese Gatling Gun. Und gucken, was die so kann. Brauche 150 fürs nächste Upgrade. Weiter nur den Ochsen. Vielleicht hat er auch schon was anderes hingestellt dann. Das werden wir rausfinden. Ah, zwei Schnecken. Okay, das schaffe ich nicht. Hätte wahrscheinlich doch die Sakura-Blume als erstes bauen sollen. Ah, ah. Holy shit, das war wirklich knapp. Er hat auch so ein Chlorophyll-Teil hingestellt, okay. Dadurch hat es natürlich abwehren können. So, Sakura-Blume ist da. Können wir gleich daneben eigentlich noch eins hinstellen, um das dann später aufzuwerten. Ich könnte auch die Sakura-Blume zum Champion machen, na? Nee. Ich warte auf meinen Albtraum. Das ist wichtig. Außerdem muss ich erst ein paar Blocker bauen. Wie sieht es hier drüben aus? Alles abgewehrt. Gold, wir haben was noch zu tun. Was haben wir denn überhaupt genommen? Kartell.
Erneuerung, ich habe Champion. Fünfundachtzig. 340, holy shit. Das ist ganz schön teuer. Oh, diese Kura-Blume sollte das haben. Hat so einen Turtle mit reingeschickt, aber das ist egal. Jawohl, sogar überlebt. So will ich das sehen. Jetzt können wir drüben mal so eine Wurzelqualle hinstellen. Aber die muss ich natürlich so ein bisschen anpassen an die Höhe. Dass dann auch das ein bisschen aufgeteilt wird. Ja, Wurzelqualle hat 2 abgewehrt. Ich gehe nach links, sehr gut, sehr gut. Alles abgewehrt, sehr schön. Yes, my lord. Da wird ein Hirn mitgeschickt. Ich muss mal gucken, hier ist auf jeden Fall schon mal eine Katze. Das heißt, ab und zu ein bisschen Stich mit reinschicken oder Aufprall für die Katze. Aufprall wäre besser, ne? Dann kriege ich gleich den Sturmjäger auch noch mit weg. Krieg ich noch was zusammen? Nee. Jetzt hat er sogar noch ein Blümchen hingebaut. Bringt die Welle natürlich sehr wenig, aber die Katze hält halt ordentlich aus, ne? Abgewehrt. Da ist gut was durchgekommen durch den Hörmit. Jetzt ja einfach Dino mit reinschicken für nächste Welle. Also bis jetzt weiß ich nicht. Also die Gatling Gun ist halt mal was anderes so. Aber so wirklich überzeugt bin ich irgendwie noch nicht. Hier mal so ein Growl dahinter setzen später. Heißt Wurzelqualle hier hin. Ja, die Angler werde ich wahrscheinlich doch nicht so benutzen. Ja, wir haben mal 2 Mana. Hat auch einen Albtraum hingesetzt, okay. Ah, sieht gut aus. Da komme ich durch. Sehr schön. Ich habe verkackt, oder? Nö, das ist meine Gatling-Kanone. Oh ja, sehr gut, da gibt es gut Knete. Jetzt brauche
Hau mal ein bisschen Aufprallschaden. Aber kommen wir dazu, es gab ordentlich Knete durch die Fights auf den König. Das heißt wahrscheinlich nächste Runde den Drachen mit reinschicken. Macht am meisten Sinn. So. Gerade für den Ochsen und die Blume. Also ich glaube, ich wollte hier so ein bisschen zu viel auf einmal. Wie gesagt, gerade den Angler, der bringt mir hier irgendwie gar nichts. Blume down. Schade. Auf jeden Fall schon mal einen Drachen reinpacken. Fürst des Todes steht schon mal da und ein Haufen Archer. Wer baut die denn? Ach, hier. Hm. 43. Kriege ich jetzt nicht zusammen. So. Habe ich ein bisschen alles ausgetauscht. Ordentlich Stichschaden auf jeden Fall. Mit den Gargoyles ein paar mehr Tanks reingeballert. Soll ich auf jeden Fall gut klarkommen. Aber er hat den Drachen durchgelassen. So wollte ich das sehen. Es gibt gleich wieder einen Drachen. Und ein bisschen Frontline noch mit rein. Die Schnecken, das ist scheißegal. Mag ja, ne? Meine Regulation? Nee. Beschützer-Aura. Ihn. Er könnte extrem lange leben. Aber eigentlich die Gatling Gun da. Die Gatling Gun wird ja am längsten leben. Yes, 220 habe ich jetzt schon gekriegt. Okay, ich muss dringend mehr Rocker aufholen. Ich sehe das schon. Die Gatling Gun kommt gar nicht mehr ran. Was passiert hier? Wir sind gut durchgekommen. Ich bin auch durchgekommen, wie es aussieht. Oh ja. Hör mit der Knete. Kann ich euch mal ein paar bisschen mehr Worker holen. So. Ich werde mal die Kanone auf. Ich will einfach mal sehen, was die so kann. Greift bis zu 90% schneller an die Nähe, als sie dran ist. Behitzt sie doch dabei und hält bis zu 60% mehr Schaden. Okay. Also einfach. Oh, hallo, das ist aber ein Riesending. Einfach, wenn ihr Riesen. Fällt uns alle den König auf. Einfach eine Riesenkanone. Solange die Tanks hier irgendwie davor stehen, soll er sowieso zum Schluss erst angegriffen werden.
daher alles cool. Da wird hier alles weggeballert. Ich bin anscheinend schon durch. Ja. Also einfach weiter Drachen schicken, wie es aussieht. Scheint ja zu funktionieren. So, Aufprall. Aufprallschaden habe ich jetzt nicht so viel. Ich könnte erstmal die Blume aufwerten. Und ganz viele Worker holen, weil ich schon wieder vergessen habe, auf die Knete zu gucken. Ja, das passiert mir häufig. Aber ich habe ja einen ganz guten Stand. Ich sollte das alles ganz gut verteidigen können. Turtle war sofort weg. Ah, jetzt kommt er wahrscheinlich durch. Oder? Trotzdem verteidigt, krass. Krasse Nummer. So. Wurzelquallen sind ja perfekt. Aufprallschaden und arkane Verteidigung. Weiter Kanonenschütze mit reinpacken. Damit er schön verkackt. So, 260. Weil jetzt ganz viele Elementare stehen. Da sollte ich mich auch mal drum kümmern. Dass ich da ein bisschen aufrüste. Jawohl. So, das heißt, ich baue jetzt ein bisschen Verteidigung noch auf. Für Welle 15 und dann gehe ich auf Elementare. Was können wir denn noch aufwerten? Oder bauen in dem Fall. Klar, man kann immer noch mehr Gargoyles holen. Die gehen sowieso immer. Genauso wie die Wurzelquallen. Und fertig. Ja. 640 auf einmal. Ein Haufen Tinos. Okay, schauen wir mal, ob wir das überstehen. Sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Bin schon wieder durch. Sieht so aus.
Stream wird verteidigt, sehr gut. Ja, den auf jeden Fall aufwerten. Und dann haben wir hier die Elementare rein. Das war's noch die Schwachen, aber die werde ich schon auf nächste Runde. Dann haut es hin. Schicken wir mal ein bisschen was anderes, nicht wahr? Bisschen Aura schicken. Er hat jetzt so viele Elementare, da ist Aura sowieso nicht schlecht. Am besten den noch mit rein. Dann machen wir das so. Fertig. Haben wir ein paar Elementare aufgerüstet. Noch ein Voreis mit rein. Hat ja ganz gute Tanks verstehen. Let's go. 700. So weit ist es also schon. Die Voreis haben die Frontline gut down gemacht. Ja, baut jetzt zum Beispiel nur die roten. Ich habe das immer so gemacht, ich wechsle immer ab zwischen den roten und den lila an. Macht das so einen großen Unterschied, was man hinbaut? Was machen denn die lila an? Bringt auf zwei Gegner Nähe und erhöht deren erlittenen Fähigkeitsschaden. Wahrscheinlich doch die roten mehr sind, ja? Habe ich zumindest so im Gefühl. Ach du Scheiße. Ich habe jetzt ein bisschen zu viel gebaut, aber ich will das jetzt nicht alles zurückbauen. Wir holen uns erstmal ein paar Worker von der Kohle. Ich habe für nächste Welle schon mitgebaut. So. Frontline mit rein. Das
Jetzt habe ich ein bisschen aufgerüstet, was die Worker angeht. Okay, die sammeln jetzt schon. Ach, Kacke. Sammeln. So, der ist weg. Wollen immer noch schicken. Okay. Wenn wir so lange durchhalten. Ah, da gab es aber schon ganz schön auf die Fresse. Oh. Das war's. Da konnte ich das gar nicht richtig auskosten mit den Elementaren. Ja gut. Das war eine weitere Runde Legion. Schaut euch auch gerne die anderen Videos an. Bis dahin, ich wünsche euch einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.